Willkommen zum heutigen Video. Alle Lernende erreichen. Bedienungshilfe vom iPad. Dies ist Teil 5 der Serie, die ich zusammen mit Laura George mache aus der UK. Ich heiße Lise Bankhofer. Welche Vorteile gibt es, wenn wir die Lupe am iPad verwenden? Na, sie ist leicht zu aktivieren. Man kann Dinge wirklich leicht vergrößern, fotografieren und auch dann nachher archivieren. Wir wissen, dass es wichtig ist, dass Kinder und Jugendlichen ganz gute Dinge auf einem Blatt erkennen. Und das darunter zählt natürlich eine lesbare Schriftgröße. Und das können wir, wenn wir das iPad als Arbeitswerkzeug im Klassenzimmer haben, können wir das aktivieren und somit dann anpassen für unsere Schülerinnen und Schüler. Die Lupe ist zu aktivieren über den Bedienungshilfen oder über das Kontrollzentrum oder über Assistive Touch. Einstellungen, Bedienungshilfen und Lupe. Hier wird man einfach auf dem Tippen und nach rechts schieben und schon wäre sie schon aktiviert. Ich zeige auch gleich das Kontrollzentrum, das ist in den Einstellungen. Hier müsste man die Steuerelemente anpassen und hier auf das Pluszeichen und die Lupe hinzufügen. Wenn wir es kontrollieren, würden wir sehen, ah, wunderbar, ist es da unten gleich das letzte Icon. Wie funktioniert das? Schauen wir uns das an. Noch einmal die Lupe aktivieren. Und hier können wir sehen, dass wir ein Blatt oder etwas, was auf einem Zettel geschrieben ist, können wir fotografieren. Wir können es größer, kleiner machen. Wir können auch die Farben ändern. Und hier schauen wir uns kurz an, wie das geht über Assistive Touch. Auch rechts tippen und hier würden wir sehen, wir haben etwas aktiviert. Wenn wir drauf tippen, würden wir noch nichts erkennen, weil wir müssen es erst hinzufügen. Gehen wir noch einmal hinzu. Wir machen einmal Hauptmenü anpassen. Hier auf das Pluszeichen tippen, runterscrollen und auf Kurzbefehl. Und wenn wir jetzt auf das Icon tippen, würden wir erkennen, dass Kurzbefehl da ist. Und hier würden wir im Menü die Option haben, Lupe. Wunderbar. Das war's. Mehr erfahren Sie über diese Webseite. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen.